Der Prototyp Allmann. Die meisten Menschen stellen sich den Allmann genau so vor. Blonde Haare, seine Hose übertrieben weit hochgezogen und eine Uhr, weil er überpünktlich ist. Und wenn jemand zu spät kommt, fängt er direkt an zu meckern. Mein Gott, der verdammte Thorsten ist wieder zu spät. Und er hat überhaupt gar kein Taktgefühl. Und was noch eins seiner Hobbys ist, Unzufriedenheit, obwohl eigentlich alles gut ist. Mein Gott, was stehst du denn hier? Das ist eine Straße zum Laufen. Hier steht man nicht. Aber es gibt verschiedene Arten von Ausländern. Zum Beispiel einmal der Ausländer, der mehr Deutsch ist als ein Deutscher. Mensch, Henriette, ich hab dir gesagt, ich will meine Mettwurst ohne Zwiebeln haben, ne? Schnitt auf mich haben! Verdammte Scheiße, ist es so schwer zu verstehen? Oder der Deutsche, der mehr Ausländer ist als ein Ausländer. Bruder, ich küsse dein Auge, ich schwöre. Aber hey, noch eine andere Sache. Halt deine Schnauze. Hey Bruder, küss die Gilde von mir, ja? Hau rein. Oder der Allmann, der nur mit Dialekt reden kann und kein Deutscher versteht ihn, obwohl er selber Deutsch ist. Ich hab gesagt, siehste, da kommt die zu mir rüber, ich gebaschel dir eine, weißt du, ich hab gesagt, halt die Fresse, weißt du, wenn du mit mir redest, kein Wort verstanden. Und kennt ihr die Menschen, die so reden, als ob sie Fußballprofis sind und direkt nach einem Spiel interviewt werden? Ja, war natürlich sehr wichtig für mich, da natürlich die Würstchen für 3,59 zu holen am Supermarkt. Ja, es war für mich sehr wichtig, da über den Flügel zu kommen und an die Kasse zu gehen. Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Situation für mich, da die Würstchen zu holen. Das war wichtig und das war wie ein Sieg für mich. Das war ganz klar. Also, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das war natürlich sehr, sehr schwierig in dem Moment. Aber nachher war es natürlich umso wichtiger auch für die Fans. Ich habe die letzte Woche eine überall errangene Leistung gegeben. Meine Freundin war zufrieden. Ja, ich bin von der rechten Seite gekommen, hab dann den Kopfball genommen, dachte einfach, ja, der Ball muss reingehen. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss das der Mannschaft geben, weil wir sind eine Teammannschaft und ich bin natürlich an der Front und muss halt als Kapitän natürlich zeigen, dass ich halt der Kapitän bin. Und ja, hau he, dreimal Käse zum Mitnehmen bitte. Aber wie stellt sich eigentlich jemand einen wirklichen Allmann vor? Er macht schlechte Witze und lacht auch noch zuerst über seine eigenen Witze, obwohl der Witz überhaupt nicht witzig war. Achim, kann ich mal bitte das Salz haben? Ob du das kannst, weiß ich nicht. Alter, der war gut, ja. Jo, Olaf, ich bin länger als 2 Minuten auf Toilette. Sag mal, bist du ins Klo reingefallen? Hey, hey! Was macht eine Bombe im Bordell? Puff! Olaf, was macht ein Pirat am PC? Er drückt auf die Enter-Taste. Er ist ein mieser Geier. Er will sein Geld auf den letzten Cent zurückhaben. Du Barry, hast du da nicht irgendwas vergessen? Was denn? Naja, die letzte Autofahrt. Ja, was war damit? Naja, wie wär's, wenn du mal auch ein bisschen was beisteuerst? Das habe ich alles berechnet. Das ist doch einfach ganz mal nach Hause gefahren. Soll ich jetzt Geld ja, geben? Ja gut, und Sprit kostet auch Geld. Dafür geht man arbeiten. Wie viel Geld schulde ich dir? 4,02 Euro. Das habe ich genau berechnet. Aha. Rechnen 4 Euro? Nee, 4,02 Euro. Das habe ich genau berechnet. Also, ich bitte dich. Es geht doch nicht. Aber Freunde, das ist doch alles Quatsch, Mann. Das sind alles Klischees, man muss auch über sich selbst lachen können. Aber ich kenne auch Deutsche, die machen mehr Faxen als der schlimmste Ausländer, den ich kenne, Mann. Barry, ich war letztens im Jobcenter. Da ist so ein kleiner Fuzzi vor ihr drängelt. Hab ich ihm erstmal eine Bombe gegeben. Warum schlägst du hin? Ja, was ist denn das? Als ich einfach vordringe, was ist das? Wir haben einen Zirkus oder was? Und da kam einer von hinten, groß am Protestieren. Hab ich ihm gesagt, du, pass auf. Ja, wenn du weiter so schweißt, da hau ich den Tunnel in die Fresse, hab ich dir gesagt. So, weißt du, ich mit mir so nicht, wa? Er nimmt Anabolika, der Typ, Alter. Hat gar keinen Bart. Mann, es gibt überall böse und gute Schafe, aber da gibt es auch die, falls ich mal richtig sauer bin, ich bin richtig wütend, ich will mich prügeln, sind es die Ersten, die mich runterbringen, sagen, Barry, mach keine Faxen. Wenn ich diesen Typen sehe, er wird sehen, was ich mit ihm machen werde, Mann. Ich werde seinen Kopf abreißen, Alter. Mensch, Barry. Das muss doch nicht sein. Denkst du, das ist eine gute Tat? Meinst du, die Tat hilft dir, in deinem Leben weiterzukommen? Das kann man doch nicht immer mit Gewalt lösen. Überleg dir das doch mal. Du hast recht. Ja, also, Dankeschön.
aber das soll ja ein Comedy-Video sein und kein Real-Talk-Video. Wie würde der Unterschied aussehen, wenn ich eine Frau mache oder mein Allmann-Kollege? Sag Mädchen, bleib mal ganz so stehen. Ich schwöre, sie ist übertrieben gut aus, ja? Ich schwöre, sie läuft weiter. Sei mal leise, bevor ich deine Schnauze halte, ja? Ich schwöre, dein Kopf richtig gerade, Alter. Ich schwöre, guck mal ihren Kopf an, ja? Mach mal ein bisschen mehr Kurven rein in den Kopf, Alter, ja? Augenbrauen wie Edeka-Tüte, ja? Deine Schnauze, Alter, ich schwöre, Alter. Hey, Mädel, meine Bockwurst würde gerne dein Brötchen besuchen. Das war's mit diesem Video. Die Prototypen dürfen nicht vergessen werden. Erstmal Dank an Dennis. Gerne. Leute, checkt Dennis auf Instagram ab. Und ihr könnt gerne mal unter dem Video schreiben, welcher Prototyp hat euch am besten gefallen. Tilge, Kode, Albaner, egal welcher, schreibt's mal rein. Vielleicht werde ich dazu eine Fortführung machen. Und wichtig, folgt mir bitte auf Instagram und kommentiert mein letztes Foto mit euren Prototyp, den ihr gerne auf meinem Kanal sehen würdet. Peace out.